Hearthstone, Heroes of Warcraft. Und damit hallo und herzlich willkommen zum dritten und letzten Kartenchaos-Video in dieser Woche. Ausgetüftelte Hand. Die Gnome aus Tüftelstadt testen Optimotron, ihren Kartenbot-Prototyp. Im ersten Zug zieht ihr eine Karte, die 1 kostet, wenn ihr eine im Deck habt. Im zweiten Deck zieht ihr eine Karte, die 2 kostet und so weiter. Ja, ich spiele nochmal mit meinem Hexenmeister. Der hat beim letzten Mal so viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Habe ich mir gesagt, komm, machst du nochmal ein Spiel mit ihm. Wir haben den Schamanen einmal gespielt und jetzt zweimal den Hexenmeister. Wir haben drinnen einmal Leerenwandler, einmal Blocker-Zeitenrufer, einmal Blaukiemenkrieger, dann Gallenflossen-Gezeitenjäger einmal, dann Boss der Wichtelgang einmal, Murloc-Anführer einmal, Schattenflamme einmal, Schildmeister von Senshin zweimal, Trübauge der Alten einmal, Verteidiger von Argos einmal, Zwielichtbeschwörer einmal, Frostwolfkrieger, Kriegsfürst einmal, Großwildjäger einmal, Verdammniswache einmal, zweimal Seelen entziehen. Dann fangen die ganz großen Brocken an. Den Imperator haben wir einmal, Sylvanas einmal, Champion von Sturmwind einmal, Dr. Boom einmal, Grotesker Drachenfalke einmal, Wirbender Nether einmal, Romagus einmal, der Alp. Traumverschlinger oder Schlinger einmal, Kel'Thuzad einmal, Meisterdieb Rafarm einmal, Isera einmal und den Meeresriesen zweimal. So, und das war's auch mit der Deckvorstellung. Ich glaube, so eine große Liste hatte ich noch gar nicht im Kartenchaos. Immer alle nur einmal drinne. Und ich würde sagen, los geht's. Beim ersten Mal hat das wunderbar funktioniert, beim zweiten Mal wird es vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben. Wir werden es gleich erfahren. Wenn es aber nur ansatzweise so läuft wie beim ersten Spiel mit dem Hexenmeister, dann haben wir überhaupt keine Probleme hier. Dann hätten wir mal wieder einen Dreisatz-Sieg. Ich habe bisher 2 gewonnen. Gul'dan gegen Valera. Seid auf der Hut. Eure Seele wird mir gehören. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut hier, den Murloc-Gezeitenrufer bereits jetzt in der Hand. Die beiden lasse ich mal sein, ihn könnte ich ein bisschen gebrauchen hier. Ein bisschen, nicht ganz, aber ein bisschen gebrauchen. Wirbender Nether, okay, nehmen wir auch gerne. Und jetzt kriegen wir noch einen zweiten Murloc-Gezeitenrufer in die Hand. Das wäre natürlich genial. Ja, Rama. Grüße, Rama. Und er will es hier richtig schön mit ganz kleinen Dienern versuchen. Was hat er denn gekriegt? Combo, okay. Dann kriegst du halt diese Combo, mein Lieber. Wir bringen auch eine kleine Combo raus, und zwar ihn und ihn. Dann können wir im nächsten Zug den Blaukiemenkrieger rausbringen und pushen somit unseren Murloc-Gezeitenrufer. Der wird mit ganz vielen kleinen spielen wahrscheinlich, so wie das ausschaut. Das könnte zu unserem Vorteil werden. Spätestens in Zug 8 werde ich Wirbelnder Nether brauchen und dann wird es hier richtig schön Platz geben und wir können mit unseren großen, bösen Dienern rauskommen. Oh, gar nicht gut. Er hat natürlich noch den Dolch, den habe ich jetzt vergessen. Der verdammte Dolch. Okay, aber zumindest hat er sonst nichts mehr zu bieten und wir können hier den mal wegmachen. Das ist wichtig, er muss mal weg. So, weil er hat nur noch 2 Karten in der Hand. Jetzt eine dritte wieder. Der gute Rama. Na? Mit 3 Karten. Ich habe auch 3. Ich weiß, ich habe nicht viel mehr. Eine Ratte am Stiel kaufen? Eine Ratte am Stiel. Nein, will ich nicht kaufen. Ich will dir aufs Maul geben. Und das mache ich jetzt auch hier mit Boss der Wichtelgang. Ja, ich denke, da haben wir gute Chancen, relativ lange zu überleben und dann die großen, bösen Diener rauszubringen. Vielleicht hat er die gleiche Taktik, wer weiß. Wir werden sehen, ob da auch noch große Sachen bei ihm rauskommen. Das klingt auch völlig falsch. Ja, wir haben jetzt zumindest 2 draußen. Schildmeister, den kennen wir doch. Den haben wir doch selber auch schon im Deck. Für 4 Mana kommt, wer hätte es gedacht, ein netter, lieber Schildmeister. Kannst aber ein bisschen mit ihm spielen hier. Und ich werde ihm auch bereits ins Gesicht gehen. Ja, komm, ich gehe bereits ins Gesicht und habe im nächsten Zug den einen Schaden, den wir zumindest auf ihn machen können. Weil ich denke nicht, dass er sich jetzt heilen kann. Denke ich jetzt nicht. Das wäre jetzt ein bisschen sehr, sehr großer Zufall. Ein bisschen sehr, sehr großer Zufall. Alter, manchmal labert es mir wieder.
Er kriegt 4 Schaden auf meinen Senshin. Na, er kriegt mehr Schaden auf meinen Senshin. Nein, kriegt er nicht. Keine Combo, natürlich nicht. Dir eine Waffe zu machen, ist keine Combo, mein Lieber. Da hast du jetzt ein bisschen selber vergeben. So. Komm, hier mal. So. Mit seiner Waffe kriegt er ihn auch nicht klein. Er muss mit dem Diener ran. Und wir spielen... Komm, wir spielen ihn schon mal. Hier 6-6 ist er nicht schlecht. Er hier rein und er muss seinen Diener opfern, damit mein Schildträger hier weggeht. Dann kann er eben nur den Dämon weghauen und ich habe bereits einen 6-6er draußen. Und ja, nächsten Zug haben wir 6 Mana. Und wir haben noch kein einziges Leben verloren. Na gut, willst du mit Sylvanas in ihn reinrennen, dann hat er noch, sag ich meine, hallo? Dann spielen wir jetzt ihn noch nicht, den guten Imperator. Wir lassen jetzt noch ein bisschen kleines Viehzeugs rausgehen. Soll er sich damit beschäftigen? Jetzt können wir erstmal hier... sehr schön. Chromagus. Das wird nice. Das wird richtig nice. Wenn er jetzt nicht große Diener mit hat, dann könnte das ein richtig schönes Spiel werden. Für mich. Für ihn weniger, natürlich. Also, hallo? Für ihn? Nein, bitte, Rama. Der geht jetzt hier unter. Große Töne, mein lieber Rotmack. Große Töne. Musst du jetzt aber nach Hause bringen, das Ding. Wäre sonst sehr, sehr peinlich. Und er fragt sich mal, ob, wann und wie er das machen will. Das war klar. Das war nicht schlecht. Das geht in Ordnung. Dann übernimmt er ihn mir halt. Okay. Gut. Aber, weißt du, nicht gut genug. So, rauskommt, Dr. Boom. Ich will jetzt hier nicht mein Seelenentziehen gebrauchen für eigentlich nix und wieder nix. Weil er muss ihn jetzt wieder opfern. Auch wenn mein Dr. Boom dann weg ist, ist es mir eigentlich egal. Ganz ehrlich, ist es mir so egal. Oh, da kommt ein Dr. Boom bei ihm. Oh, Freund, jetzt weiß ich, auf welcher Linie du spielst. Auf der gleichen wie ich. Ha, Freundchen. Ist auch doof, geht ja auf Dr. Boom. Das war nicht das Ziel eigentlich. Verdammte Axt. Gut, wir können natürlich jetzt dann hier richtig schön alles wegmachen. Die Frage ist, wollen wir das bereits? Oder machen wir hier sowas? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Weißt du was? Ich versuche hier was. Ich frage mich auch. Ich versuche mal was. Weil die 7 Schaden, die würde ich dann auch fressen. Ja, sehr schön. Genau wie ich das wollte. Oder mehr oder weniger. Nicht so ganz. Wieso nicht? Wieso hat es da nicht? Hä? Was hat es denn, wenn einen Diener angreift und vernichtet? Oh. Oh. Man sollte vielleicht auch noch die Diener richtig lesen. Ja gut. Das war natürlich jetzt nicht so schlau. Auf jeden Fall, er ist weg. Er hat die gleiche Taktik wie ich, sehe ich gerade. Hauptsache am Ende hier noch richtig groß alles raushauen. So, aber wir haben immer noch Seelen entziehen. Und wir haben natürlich noch wirbender Nether. Stellt sich nur die Frage, welches spielen wir zuerst? Wir können natürlich auch erstmal noch Ysera spielen. Ich träume und die Welt. Das können wir natürlich machen und uns so noch Karten zukommen lassen. Wie zum Beispiel diese lachende Schwester. Ja, die lachende Schwester kann nicht Ziel von Zaubern oder Heldenfähigkeit gewähren. Ja, so. So rum. So, wird er jetzt mir ins Gesicht gehen oder wird er versuchen, hier Ysera wegzuhauen? Wenn er mir ins Gesicht geht, dann ist der Fall klar. Dann werde ich mit wirbender Nefer seinen Rafam erstmal undicht machen. Und undicht. Unschädlich natürlich. Er will aber... Okay. Das reicht eigentlich, Freund. Du kannst sie mir weghauen. Ja. Geht auf 12 runter. Das Problem ist halt, ich habe ihm einfach schon viel zu viel ins Gesicht gegeben. Viel zu viel. Oh. Mein lieber Freund. Jetzt spekuliert er hier noch. Am besten, es geht auf Ysera. Komm, bitte auf Ysera. Finde ich okay. Auf Ysera. Das war nicht der Plan. Das war definitiv nicht der Plan.
So, dann machen wir einen neuen Plan. Mit vier ins Gesicht. Der Typ, der wird langsam noch richtig gefährlich, sehe ich gerade. Was wollen wir denn hier machen? Wir haben Möglichkeiten. Ja, die haben wir. Die Frage ist nur, was ist die beste Möglichkeit? Ich könnte natürlich jetzt... 7, 8, 9. Also er haut mir sowieso alles weg. Komm, weg damit. Wir haben dann, wenn er was Großes rausbringt, dann, Graz an Charming. Ich habe gerade hier ein Legendary gekriegt. Wenn er jetzt einen Großen rausbringt, dann kann ich ihn ja wegmachen und kann dazu... Nein! Hat er jetzt nicht getan. Hat er jetzt nicht gemacht, der Schweinehund. Oh, das war... Gut gespielt. Das war nice. Gut gespielt. Das war richtig nice. Die Frage ist jetzt... Nee, das ist keine Frage. Das haben wir verloren. So. Dachte, ich könnte sie noch übernehmen. Nee, das haben wir eh verloren. Okay. Gut, aber es war ein lustiges Spiel und ich habe große... Was machst denn du bitte? Na gut, okay. Geht natürlich. Ich zieh's wieder zurück. Alles klar. Alles klar. So, dafür, dass ich große Töne gespuckt habe inmitten des Spiels, bin ich jetzt ziemlich klein, ne? Ja gut. Das sah aber eine Zeit lang wirklich gut aus. Ich wusste nicht, dass er so ein Genie ist und mich kopiert eigentlich, ne? Ja gut, also ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Wir haben diese Woche 2 Spiele gewonnen, 1 verloren. Ist ja wieder gut. Bessere Quote, als wir in der letzten Woche hatten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Rotmac. Ciao. Oh, yeah.